Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rome 2. Die Veneter geben sich hier noch nicht geschlagen. Das ist die Situation, wie sie sich uns am Ende der letzten Folge darstellte. Also sowohl der Aufruhr als auch die bronzenen Bären kämpfen hier gegen uns. Das heißt, wir vernichten die Fraktion, wenn wir hier gewinnen sollten. Selbstverständlich ist das aber nicht ganz so einfach. Wir sind zwar nicht krass in der Unterzahl, wir haben immerhin auch fast 2000 Männer, 1950 um genau zu sein, aber die Gegner haben eben über 2400 und das ist eben ja durchaus nochmal eine Nummer mehr. Und deren Einheiten sind besser als manche meiner. Also meine Legion hier ist schon ganz fit, aber die Garnison ist eben nicht ganz so krass. Ja, das ist also jetzt hier die Verteidigung von Jada, die Stadt im Norden von Illyrien, wo der Aufruhr ja im Meer davor irgendwie als Flotte unterwegs war. Das sind sie jetzt nicht. Man sieht, sie kommen von da oben, oder? Ne, Quatsch, da sie ja Verstärkungen sind, sind sie noch nicht auf der Karte und ich weiß auch nicht, von wo sie kommen werden. Dann ist jetzt die Frage, kann ich davon ausgehen, dass die als Flotte kommen oder eben nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Im Moment habe ich noch zwei Schiffe. Wenn ich die lande, habe ich keine mehr. Und wenn die Gegner aber ja als Flotte kämen, würde ich in Erwägung ziehen, meine Schiffe gegen die zu verwenden. Jetzt muss ich mal gucken, also diesen Marktplatz hier muss ich verteidigen und ich werde von da und da angegriffen. Ich glaube, dass ich also davon ausgehen kann, dass ich diese Straße hier verteidigen muss. Vielleicht auch von hinten angegriffen werde, das würde ich machen, wenn ich mich dahin stellen würde. Außerdem gibt es ja noch die Flotte. Also ich kann im Prinzip mich wirklich an dem Platz einbunkern und zu allen Seiten Verteidiger aufstellen. Ich glaube, damit mache ich nichts verkehrt. Machen wir das mal, ne? Das ist die Gruppe. Trupp Levis jeweils dahinter oder so. Die können hier hin. Ja. Okay, ich habe schon einiges an schwerer Infanterie hier in Reserve. Das ist gut. Dann gibt es noch die Truppe. Ja, ich versuche, glaube ich, mit weniger Leuten da jeweils zu verteidigen. Weil ich nicht genug habe für alles. Das heißt, wenn ich hier drei Trupps verwende, weil ich schon damit rechne, dass hier ein Hauptangriffspunkt sein wird für die Gegner, dann ist das, glaube ich, vernünftig. Schießt erstmal nicht Feuer. Ach nee, wenn tatsächlich die Gegner eine Flotte schicken, dann wäre eigentlich das Beste, was meine Balliste machen kann, ein paar Schiffe abzuschießen. Die Frage ist, erstens schicken sie eine Flotte und zweitens, wo kann ich die Balliste hinstellen, dass die das tun kann, ohne selbst drauf zu gehen. Vielleicht hier. Da ist natürlich dieser Leuchtturm im Weg. Ja, ich stelle die mal trotzdem dahin. Man kann die ja noch umdrehen und dann in die andere Richtung nachher feuern. Wo kommen die zwei Trupps denn jetzt auf einmal her? Hab ich mich völlig verzählt? Ach nee, das sind die, die hier hinkommen. Okay.
Ja, eine Gruppe mit nur einem Trupp drin kann man auch machen, einfach nur um die mit einer Nummer steuern zu können. Okay, da hinten sind die gegnerischen Schiffe tatsächlich. Ich wünschte, ich hätte mich auf den Hügel gestellt. Ich habe noch drüber nachgedacht, aber ich hatte Angst, dass die dann einfach dahin rennen und meine Balliste zerstören. Ja. Aber von hier kann ich, glaube ich, nicht wirklich da hinten hinschießen. Vom Hügel könnte ich es vielleicht. Da kommen halt jetzt schon einige noch an Verstärkung. Freie Heerbanner. Die Frage ist, haben die Fernkämpfer? Und die andere Frage ist, bis wo kann meine Balliste ungefähr schießen? Oh, okay. Ja, der Radius ist in der Tat bescheiden. Da hätte ich vielleicht beim Aufstellen schon darauf achten sollen. Also das reicht nur, um zu verhindern, dass die hier am Strand landen, aber vermutlich werden die einfach hier landen, wie ich die kenne. Na gut. Dann ist jetzt die Frage, können meine beiden Schiffe was ausrichten gegen diese Flotte? Okay, die haben einmal Steinschleuderer, zweimal, dreimal, viermal. Okay, dann nicht. Meine Schiffe, wenn ich da hinfahren würde, würden die Leute an Bord meiner Schiffe so schnell getötet, dass ich das vergessen kann. Also ich könnte noch nicht mal einen von denen rammen, obwohl ich natürlich, wenn ich sie rammen würde, ordentlich Schaden machen würde. Aber ja, leider soll es nicht sein. Dann schauen wir mal. Die kriegen es jetzt hier mit den Gegnern zu tun. Ah, die schießen erstmal auf uns, okay. Die Ballisten werden umgedreht. Ist leider ein bisschen kompliziert. An sich sind die Ballisten immer noch meine beste Chance, gegnerische Schiffe einfach zu versenken. Aber dazu müssen die erstmal näher rankommen. Von daher. Was war das? Wenn die viele Trupps haben, die nur noch so klein sind, freue ich mich natürlich. Ja, hier ist anscheinend ein Hauptangriff der Gegner. Dann wollen wir mal nicht so sein und das ein bisschen verstärken. Hatte ich hier nicht einen Trupp Hastati noch stehen? Okay, scheinbar nicht. Dann kommt ihr hier hin. Sorry. So, ihr habt euch erfolgreich umgedreht. Ja, habt ihr. Okay. Kann ich jetzt auf die Adelsreiter schießen? Aber ich glaube, ich schieße auf die Steinschleuderer. Obwohl die natürlich ein schlechtes Ziel sind, ne? Die sind klein. Die stehen in lockerer Formation. Also mit klein meine ich insbesondere im Vergleich zu beispielsweise Kavallerie. Pferde sind ja mit ihrem Reiter noch oben drauf ein leichteres Ziel, was die Zielgenauigkeit angeht. Ja, ich glaube, ich sollte hier in Angriff übergehen. Da ein bisschen zögerlich vielleicht, aber ich sehe gerade nichts, was jetzt unmittelbar hier an mir vorbeirennen kann, wenn ich das tue. Ich sehe nur, dass die da auf mich schießen und sich auch nicht davon beeindrucken lassen, dass theoretisch jetzt sie von meiner Artillerie hier unter Feuer genommen werden. Was haben wir hier? Noch mehr Steinschleuderer. Dann gibt es die Gruppe. Okay.
bei bestem Willen nicht sehen, wo ich da hinschießen würde. Ich wollte dann gerade mal zeigen, dass man die Artillerie selber steuern kann. Hört mal auf, darauf zu schießen, bitte. Ach Gott, jetzt kiten die natürlich, ne? Meine Infanterie. Ist zwar nur mittelschwer, aber die wird die trotzdem nie einholen. Kavallerie habe ich nicht. Ist ein bisschen unsinnig. Aber ich kann mich auch nicht umdrehen, weil dann würden die auf mich schießen. Fuck, das hätte ich mir früher überlegen sollen. Dass ich gar nicht erst dahin rennen brauchen. So, was macht die gegnerische Flotte? Die nähert sich langsam. Gut. Das gibt mir Zeit. Hier mit den Triarien reinzurennen zum Beispiel. Und ja. Ich schick mal die Levies drumherum, um von hinten was zu machen. Und die auch. Und dann kann ich mit denen näher zum Strand kommen, weil ich immer noch, jetzt wo die hier zu uns fahren, der Meinung bin, es wäre einfach richtig awesome, wenn ich ein paar von denen mit der Artillerie ausschalten könnte. Verzichtet mal auf die Formation und setzt euch einfach durch. Das sind schließlich unterlegene Gegner, gegen die ihr kämpft. So, kommt die keltische Adelsreiter, na gut. Okay, die gegnerischen Schiffe sind noch weit weg. Aber zum Strand schaffe ich es nicht. Ich denke, ich muss hier oben stehen bleiben. Dann gucken wir mal, was ist jetzt die Range? Ah ja, die nähern sich. Die nähern sich meiner maximalen Reichweite, sehr gut. Dann schauen wir nochmal, dass wir die hier einsetzen. Wo bleiben die anderen? Hier. Ach. So viel zu dem Shift. Ich habe da einen zweiten Befehl gegeben. Der wurde nie gemacht, weil die den ersten nicht abschließen konnten, weil irgendwer im Weg stand. Lächerlich. Das ist nochmal ein Trupp Triarier hier in Reserve. Und hier die Astarti. Also zur Not können wir auch an Land gegen die gewinnen. Ich mache mir gerade gar nicht mehr so große Sorgen ums Gewinnen oder nicht gewinnen. Sondern mehr ist schon wieder um Effizienz. Ah, shit. Aktion. Habt ihr es geschafft? Na gut, dann kommt zurück. Okay. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit. Versuchen, ein paar Schiffe zu versenken. Schiffe versenken! Oh, das klappt nicht. Hey, aber knapp. Immerhin, die fühlen schon den Druck. Die haben schon ihre Schilde angehoben vor lauter Angst. Ai. Das dauert eigentlich viel zu lange, ne? Ich weiß nicht, ob die Geschütze schneller schießen könnten, wenn ich die nicht steuere. Wahrscheinlich könnten die auf jeden Fall treffen. Also, knallt die mal ab da bitte.
besser. Ich mache sogar Feuer frei wieder an. So, gucken wir mal, ob die treffen. Ja, sie haben das Boot getroffen. Hier, irgendwen hat's erwischt. Zwei, drei Mann. Okay, dann versuchen wir uns mal an Ram angreifen. Das ist ja noch die Alternative. So, ein Boot ist draufgegangen. Wo sind die Gegner? Eidgeschworenen. Die sind eigentlich... Okay, noch außer Reichweite. Dann gehen wir vielleicht auf die Kaff. Und dann gucken wir nochmal gerade. Hier. Ich darf natürlich nicht vergessen, dass das hier Levis sind und keine Velites. Das ist nicht ganz so awesome. Ja, jetzt gibt es hier fette Enter-Gefechte. Naja gut, aber sieht aus, als würde die Kavallerie... Ja genau, die ist draufgegangen. So, sind die Eidgeschworenen schon in Reichweite? Wahrscheinlich nicht. Ja genau, schießt ihr mal munter die ab, während die hier dumm sich aufhalten lassen von meinen zwei Schiffchen. Gucken wir mal. Okay, ihr seid die. Ihr rennt. Das ist für mich das Ding, dass ihr... Ah, ihr seid zu spät. Jetzt haben die alleine besiegt. Ihr seid eine tolle Hilfe. Tolle Gehilfen seid ihr. So, ja, ihr seid Prinzips. Ihr holt die natürlich nie ein. Aber hier, geht da mal drauf und... dann kann ich ja noch mal eine kleine Zielübung veranstalten. Also, kann ich ja fast nicht daneben schießen. Das sieht nur von Weitem so aus, aber in Wirklichkeit kann ich das sehr wohl. Tue ich aber nicht. Nice. Man sieht sogar ein bisschen, wo ich ein Brett zerstört habe. Ja, jetzt ist der Leuchtturm im Weg. Suchen wir uns ein neues Ziel. Das... Oh, knapp. Ich glaube, das war daneben. Oh, fuck. Viel zu schnell abgedrückt. Voll verzogen. Ja, kleine Zielübung am Rande. Oh, aber ich habe da gerade... Genau. Okay, also wenn ich eine Balliste steuere, heißt das nicht, dass die anderen nicht auch schießen. Das freut mich, denn wir brauchen auch noch irgendwen, der trifft. Aber ich kann ja trotzdem ein bisschen Spaß haben hier. So. Daneben. Verdammt. Hey, aber das sieht aus wie das Boot von den Eidgeschworenen da hinten. Oder? Ja, das da. Das, wo ich gerade versuche, drauf zu zielen. Ah. Ne, zu kurz. Okay, ich muss ein bisschen vorhalten. Und nicht zu kurz, genau so ungefähr. Oh. Hey, darf ich nicht mehr? Oh nein, keine Munition mehr. Okay. Wie viele Boote gibt es denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. Mein Gott. Bitter für die Gegner. Und was ist hier los? Steinschleuderer. Ach, ihr existiert doch noch. Ah, ich dachte, ihr hättet euch zurückgezogen. Das heißt, ihr schießt gerade die ganze Zeit von hinten auf die Astarte, die noch dazu außer Atem sind. Ja. Mies. So, ihr habt noch nicht mal kämpfen müssen, ne? Ihr auch nicht. Eieiei. Dann kommt mal zum Strand und stellt euch hier dem Feind. Und, ja, ihr alle. Geht auch hier hin. Doppelte Geschwindigkeit ist ein bisschen übertrieben. Ihr könnt euch zurückhalten. Okay, bei euch ist doppelte Geschwindigkeit aber angebracht, damit ihr ein bisschen weniger beschossen werdet. Gucken wir mal. Genau, jetzt müssen die Gegner nämlich auch hinterher rennen und kommen nicht mehr dazu, stehen zu bleiben, um zu schießen. Ja, doch, erinnert wieder schon. Gegner scheinbar noch nicht. Die laufen schneller.
Mies. So, hier sind Gegner. Am Strand. Auf See. Oh, das sind die Altgeschworenen. Ja. Das sind ja nur Steinschleuderer, also da werden wir vermutlich uns recht schnell durchmetzeln können. Was landet hier noch? Noch mehr Steinschleuderer. Okay. Dann sollten wir aber am besten tatsächlich die direkt erwarten, wenn die landen. Denn sonst müssen wir hinter den Ewigkeiten herlaufen, so wie hier hinter denen. Chaos. So, was ich gerade gemacht habe, das Manöver, das ist, wenn man sehr viel stärker ist als der Gegner, spart man ein bisschen Zeit dadurch. Ich habe meine Einheiten ja quasi durch den durchgeschickt. Dann riskiere ich natürlich, dass ich quasi den Moralmalus kriege für von hinten angegriffen in der Zeit. Aber dann greife ich ihn ja wieder an und stehe mitten in ihm drin und dann kriegt der den Moralmalus. Und wenn meine Moral stark genug ist, dass ich mir das erlauben kann, den kurz zu kassieren, dann ist eben danach es so, dass in dem Moment, wo ich dann wieder den Angriff befehle, die Gegner quasi ja, Geschichte sind, weil sie dann im Gegensatz zu meinen stärkeren Truppen sich den Moralmalus nicht einfach so gönnen können. Ja? Wenn die das nicht schaffen, das wegzustecken, dann kann man das machen, um den Kampf zu beschleunigen, ist aber etwas, was mit extremer Vorsicht zu genießen ist. Steht jetzt wirklich einer noch auf dem Schiff und denkt sich, nee, heute nicht. Heute ist kein guter Tag zum Sterben, oder was? Alter. Achso, ihr seid schon erschüttert. Na gut. Meine schiere Anwesenheit hat euch schon so demotiviert. Okay. Sind das die einzigen Gegner, die es noch gibt? Ich glaube schon. Ach ne, Quatsch, die Altgeschworenen hier. Okay, ne, dann gucken wir nochmal, was wir hier machen können, um das Ganze zu beschleunigen. Also, ihr kümmert euch ja um den Angriff von hinten. Ihr seid auch in der Überzahl, dann könnt ihr die ruhig einfach ohne Rücksicht auf irgendwelche Formationen angreifen. Jetzt haben die sich umgedreht. Jetzt seid ihr die, die von hinten kommen. So, hier ist es jetzt eigentlich nicht so schlau. Aber weil die ja schon wanken, denke ich, habe extra die Triare dafür ausgewählt, nicht irgendwelche Astati, ne? Aber weil die ja schon wankend waren, habe ich die damit jetzt über die Kante geschubst, sozusagen von geringer Moral zu Flucht. 640 Verluste. Eieiei. Ja, aber damit sind die Veneter dann, glaube ich, sogar ausgerottet. Es gibt zwar jetzt hier noch die 100 Mann, aber mal gucken. Die haben 1900 Verluste gehabt, also 500 gibt es theoretisch von denen noch. Praktisch
sind davon 166 meine Gefangenen. Und was mit dem Rest passiert, weiß ich jetzt nicht. Ich hätte schwören können, dass ich die... Ach so, ihr seid... okay, ihr seid 85 Gefangene. Interessant. Keine Verluste, ihr gibt, euch gibt's noch. Ihr seid Gefangene. Ihr seid auch komplett Gefangene. Aha. Ja gut. Ich denke mal, die Veneter haben sich natürlich einen ehrenhaften Tod gewünscht und nicht eine Sklaverei-Geschichte. Von daher werden die es mir wohl nicht übel nehmen, wenn ich ihnen das Leben nehme. Die waren treue Verbündete, muss ich schon sagen. Sehr nützlich. Also für das Bündnis sind auf jeden Fall mehr Veneter gestorben als Römer. Denn die haben an meinen Kriegen teilgenommen, nicht ich an denen von denen. So. Können wir uns nochmal am Attentat üben. Einmal nochmal mit Gift, bitteschön. Und der Feind ist verwundet. Schöne Sache. Ach ja, die Stadt gehört uns ja im Moment nicht. So, jetzt gehört sie uns wieder. Und die Spionin hat ein Level up. Sehr schön. So, für Massenvergiftung reicht es noch nicht. Da bräuchte man Level 6 für. Was ist denn das? Oh, Sichtfeld und Kampagnengeschwindigkeit. Und weniger Erfolg für Gegner, wenn man Militärspionage macht. Das ist nicht gerade schlecht. Das Attentat mit Gift könnte ich verbessern. Oder eben hier die Militärspionage oder die Gegenspionage. Alter, plus 4 Hingabe. Leidenschaftliche Rednerin. Okay. Witzig als Spionin. Ja, okay. Das heißt, die ist eigentlich sogar ganz gut darin, Armeen zu begleiten. Wusste ich gar nicht. Dann habe ich sie ja bisher vielleicht ganz falsch eingesetzt. So, was macht ihr jetzt? Ich hatte ja gesagt, die Dakotrakische Konföderation jetzt anzugreifen, halte ich nicht so für schlau. Auch jetzt hier irgendwelche Germanenstämme will ich eigentlich nicht angreifen. Das heißt, da bleibt eigentlich nur der Rückzug in unser Territorium oder hier noch ein bisschen verbleiben. Genau. Dann gucken wir mal, was ist denn mit dem Vercingetorix? Ah ja, der scoutet hier. Okay. Das kann man machen. Mal gucken, was dahinter kommt, hinter dem uns schon bekannten Land. So, Massilia gehört mitzwischen ja den Volcae und nicht Massilia als Volk. Oh, die Stadt heißt Massalia. Huch. Ich kann sie aber diese Runde noch nicht angreifen, ne? Nee. Ah, dann kann ich mich ja hier in Stellung bringen für einen Angriff auf die. Ja. Achso, ja, hier kann ich mit einem Auditorium zur öffentlichen Ordnung beitragen. Und auch mit einem Schrein der Minerva. 4 öffentliche Ordnung und ein bisschen Forschungsgeschwindigkeit. Immer gut. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. In Delminium waren die Gegner noch nicht dazu gekommen, wahnsinnig viel zu zerstören. Das freut mich, denn die Gebäude sind ja gar nicht so günstig. Aber dann möchte ich doch tatsächlich hier ein Gebäude weniger bauen und in Delminium eins. Denn sonst entsteht da ja so ein Slum und das wollen wir ja nicht. Also machen wir mal ein Aquädukt und hier auch ein Auditorium. Ja, hier gibt es jetzt natürlich noch eine Rebellion. Selbst wenn ich die Armee noch in die Stadt stelle. Steht so Makedonien. Ja, da gibt es auch demnächst eine Rebellion. Ach so, genau. Ich muss ja die Veneta-Flotte da hinten kriegen, möglichst. Ja, straight at them, sage ich dazu nur.
Okay. Oh, hier hat jemand ein Level up. Tatsächlich, die Legion und der General. Ja, alle machen mehr Schaden. Mehr Moral gegen plündernde Armeen macht keinen Sinn. Also, ist einfach zu selten, dass man das benutzen kann. Bei der Verteidigung. Dazu müsst ihr, glaube ich, in der befestigten Stellung sein. Sicher bin ich aber nicht. Ha. Vielleicht haben die dann immer, wenn sie Verteidiger sind. Weiß ich nicht, aber ich nehme immer gern die unnachgiebige Schreibmacht. 26 Jahre alt, schon unflätig, mag die Spiele unansehnlich. Eieiei, du bist ja eine richtig unbeliebte Natur. Appius Attilius Tullus, wer bist denn du? Mhm. Achso, du bist die neueste Errungenschaft der Julia, okay. Gut. In dem Fall nimm das und ein griechischer Verbannter und dann ziehen wir vielleicht in den Krieg gegen die Griechen, ne? Das könnten wir machen. So. Genau, die habe ich gerade erst da reingezogen. Das war volle Absicht. Die stehen in Lauerstellung für den nächsten Krieg. Das ist hier noch für die öffentliche Ordnung. Okay. Ja, dann. Die Schlacht hat ein bisschen länger gedauert. Deshalb ist es eigentlich schon wieder an der Zeit zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.